Hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von Echo of Soul. Und wieder mit am Start ist der Onkel auf seinem Lama. Hallo! Wir sind bei Echo of Soul. Ja? Und der Kurier hat was Schlimmes gefunden hier. Ja, ne? Ja. Fühl mich total beobachtet. Ich finde das eklig. Sieht echt aus wie Augen, aber es ist... Vermutlich einfach nur Spinnensperma. Spinnensperma, ja. Ja, ich weiß ja, nee, die haben doch, die legen doch einfach Eier. Ich weiß es gar nicht, doch, die haben doch so... Ach, die haben Männchen und Weibchen. Ja, das auf jeden Fall und das... Ja, passiert gerade, achso, die wurde umgeschossen. Ich will da jetzt gar nicht drüber nachdenken, wie sich da Spinnen... ich habe gerade so leichte Ekelschütteln, aber egal. Und vor allen Dingen, wie denn das Weibchen das Männchen nach der Aktion frisst. Einfach so, weil es kann. Ja. Und sagt, ey, ich hab was ich wollte, jetzt wirst du aufgegessen. Also quasi wie wenn man verheiratet ist. Und Katze? Hunde. Da haben wir noch was falsch verstanden, ich glaube schon. Ach. Eine Runenkiste! Oh, ich will für mal die Quest machen. So, jetzt wollte ich doch gerade mal. Ich hab das Item erhalten, ja, du nicht. So, mach ich das ich mal. Ich habe auf. Den Schlüssel! Ist das eine gute Rune? Das ist eine gute Rune. Das ist eine Gutrune. Ich hab da eine Gutrune rausgeholt. Das hätte auch eine Schlechtrune werden können. Oh, mir ist schlecht. Ja, mir auch. Ich muss hier jetzt, glaube ich, schlafen erstmal. Erstmal hinlegen jetzt, okay, schon. So, wen haben wir denn hier? Blutrufer Bossbrück. Warte kurz, bitte, warte kurz, den will ich auch sehen. Hier ist nur irgendwie so eine komische Schatzkiste, die ich aufmachen muss. Der kommt gleich wieder. Wie, du hast ein... So. Achso, da bist du ja schon. Da brauchst du noch ein bisschen. Aber geben wir dem Typen einfach 10 Sekunden, ist er wieder da. Ist jetzt bestimmt der einzige Boss, der 20 Minuten Respawn-Zeit hat. Ja. Der einzige im Spiel, bei dem das so ist, weißt du. Den kannst du halt, der kommt einmal am Tag und wir zuerst kommen halt zuerst. Ich kenne ihn so faul rum. Hallo, guck mal da. Oh, hallo. Der hat zwei so Reißsicheln. Guck mal, was der kann. Wo schmeißt denn der das hin? Weißt du, da unten drunter stehst du rum? Und der schmeißt die Sichel einfach über dich rüber irgendwo hin. Stimmt. So ein krasser Boy. Damit er ewig wird. Ich habe auch Auto-Attack gemacht, damit ich ein bisschen hier ein Screen habe, weißt du? Ah, ich hab die Kamera ausgemacht. Also hab ich den jetzt verpflichtet? Du musst genau diese Millisekunde nehmen, in der ich ins Bild gesprungen bin. Ja, mal gucken, vielleicht erwische ich sie. Ja. Komm, wir beobachten den jetzt. Genau. Voll gemein. Ich kann nicht, wenn jemand zuguckt. Like animals, man. Das ist ein Song, bei dem es um Stalken geht, tatsächlich. Aha. Dank. Sowas hat dann Erfolg, weißt du? Ja. So, toll, jetzt dürfen wir in zwei verschiedene Richtungen abgeben. Übrigens, auf dieser Karte ist unten, da beim 1000-Wasserfall, oder wie heißt das? Ja, 1000-Wasserfall. Ich kenne nur 100 Wasser, aber egal. Da ist die nächste Instanz. Und lustigerweise war ich auf dieser Karte mit meinem Schurken hier unterwegs. Und ich bin da nicht hingeführt worden von den Quests. Vielleicht müssen wir da mal so hinschauen, ob da eine Quest ist. Weißt du nicht, was mich halt nervt, ist, dass es schon wieder so ist. Ja, das stimmt. Weiß echt nicht, was der Blödsinn soll. Ja, am Anfang halt. Ich meine, es ist ein MMO-RPG. Ja. Da muss man eigentlich schon auch mehr gemeinsame Inhalte haben. Das stimmt schon. Den Ring können wir anlegen auf die... Ein Ring, sie zu knechten. Auf die linke Hand, das passt. So. Gut. Ach, da hinten müssen wir jetzt Bericht erstatten. Genau, bei Bare. Ja, das führt ja schon ganz grob in die Richtung. Das ist Instanz. Ja wieder der alles für bare Münze nimmt. Den hatten wir ja schon mal. Ganz bestimmt. Nee, da waren wir schon. Bär. Hallo. So. Bare. 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 Ohrring. Oh, es gibt einen Ohrring. Endlich kann ich nicht hören, Ohrring anziehen. Es gibt eine Sache, um die wir uns noch kümmern müssen.
Der Purpurspinglin, bla 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 bla. Taucht vermehrt im Spinnengebiet auf und greift die Reisenden an. Oh, der geht doch woanders lang, Idiot. Aber echt. Jetzt müssen wir wieder diese arme Kreatur töten, weißt du? Die nichts für seine schiere Existenz kann. Ich finde das echt rassistisch, den Spinnen gegenüber, muss ich mir einfach mal so sagen. Ja, total. Und schon da hinten. Die Peter wird das sicherlich auch interessieren, was hier gemacht wird. Nur weil der Mensch meint, hier Wege durchbauen zu müssen. Ja. Wird jetzt der Purpurspinnending am Ende noch ausgerottet. Guck, es gibt schon kaum noch welche, weil alle hier hingeschickt wurden, um... Ja, und da liegen sie tot rum, alle, ne, da. Ja. Jetzt, man stelle sich mal vor, die Ameisen würden jedes Mal, wenn sie so eine Ameisenstraße durchs Wohngebiet bauen, einfach alle Menschen fressen und abschlachten und so, ne? Genau. Das würde uns ja auch nicht gefallen. Die Menschen, die haben sich vermehrt. Naja. Ist dumm gelaufen hier, ne? Guck mal, wie kann denn der tot sein? Bei mir hat er noch volle LP. Der simuliert doch. 29.000 Leben, ja? Ja. Die sind auch noch voll. Das ist, damit man die Leiche nicht so leicht töten kann. Ja, genau. So, Purpurspinning. Ach so, oh Gott, 8 Stück sollen wir töten. Aber. Ja. Krieg ich mal hin, wenn sie denn noch da wären. Also so vermehrt haben sie sich nicht. Ich muss jetzt mal bei den Skills übrigens gucken. Wie ist denn der jetzt? Drei aufeinanderschlägende Folgen. Ja. Füge dir gegen 3 aufeinanderschlagende Folgen zu. Oh Gott! Ich sammle mal ein bisschen. Ja, bitte. Ach verdammt, ich wollte doch den. Ach egal. Dann. Das nehmen wir untergebracht, mein Leisten. Engen. Der Platz war auf der Leiste. Da ist wieder ein Purpurspinning, den will ich besiegen. Hier war irgendwo so ein Boss da, Tian. Ja, mit dir. Was ist denn da los? Komm. Ein Boss. Ich bekämpfe einen Boss und das ganz alleine. Nö, da ist noch irgendein anderer dabei. Ja, achso, den sollen wir auch besiegen. Oh, guck mal, zum Glück stehe ich gerade beim Kundschafter. Ne? Das ist aber praktisch. Da esse ich direkt mal so ein Chicken Wing hier, damit ich wieder Platz habe für den Rest und dann ist gut. Ich lese mal die Quest. Dies ist der Leichnam der Wache, um die Clara besorgt, weil vermutlich wurde er von Tian so zugerichtet. Räche die Wache, indem du Tian tötest. Das haben wir erledigt. Und, ja. Der Tote schenkt mir dafür eine Sammlervorratskiste. Das ist doch schön. Die nehme ich mir einfach. Die steht mir zu. So. Vor allen Dingen, die hätte man sich auch nicht einfach vorher rausnehmen können oder so, ne? So, ach, guck mal, eine Leiche ohne Vorratskiste nehme ich mit. Nein, man hat dem Toten halt noch eine Quest erfüllt. Also. Man ist da schon sehr... Ich gehe dich rächen, bevor ich die Kiste... Übrigens sind die ganzen Spinnen noch gar nicht gelootet bei mir. Wahrscheinlich habe ich den Loot dann halt auch nochmal, diese komische Bestienschenkel da drin. So. Genau, ja, das kann gut sein. Ich schau mal ganz kurz auf meine Skills. Ich habe auch einen neuen. Mit Level 24. So, ich könnte meine Erdbedrohung aufwerten. Bei Aktivierung ist die gegnerische Bedrohung erhöht. Ach so, die habe ich ja gar nicht aktiv. Das ist so mein Passivskill. Angriffsgeschwindigkeit der Gegner im Zielbereich ist... Und Wutpulsieren ist um 10%. Was ist denn Wutpulsieren? Ach, Wutpulsieren ist dieser AOE. Das wäre das eine. Das andere ist... gesamte Vitalität um... Nee. Platziere einen Lebenssamen, der 30 Sekunden lang auf dem Ziel sitzt. Wenn das Ziel einen kritischen Treffer erleidet und dessen LP unter 50% sitzt, regeneriert der Samen 25% LP. Ach, damit kann ich dich buffen beispielsweise. Das ist interessant. Also, ich verstehe gerade schon wieder nur nicht, warum ich meinen Skill da nicht anwenden kann. Wovon der jetzt schon wieder abhängig ist. Weil diesmal steht gar nichts dran. Achso, dieser Effekt. Den Lebenssamen will ich mir jetzt mal anschauen. Ich wähle jetzt mal den Onkel und dann... Du hast einen Lebenssamen bekommen. Ich streue mich nicht mit deinem Lebenssamen, das ist ja eklig. Oh, toll. Mann, hat eine Abklingzeit von 90 Sekunden. Ich dachte, ich könnte mir auch noch einen verpassen. Was macht der jetzt? Wenn LP unter 50% fallen, werden 25 LP wiederhergestellt. Cool. Ist gut, oder? Joa, hat was. Läuft der irgendwie ab? Ah, ja. Moment, der dürfte jetzt in 5 Sekunden weg sein. Ja. Oh, ich dachte, der hält dann so lange, bis der einmal wirkt. Und zack, weg ist er. Ja, den musst du halt wohl timen.
Puh, okay. Jetzt muss ich gleich noch gucken, ob ich den auf mich selbst auch anwenden kann. Das wäre ja schlimm, wenn ich... Ja, dann im PvP ist das durchaus lustig, wenn du auf einmal ein Viertel mehr Leben hast wieder. Mhm. Gucken die Gegner ein bisschen komisch. Das würde erklären, wie die das immer machen. Die Schummler. Ach du Scheiße, sind hier Quests. Ja, ein paar, ne? Was kann ich für dich tun? So. Was hat denn hier Floki von der Milz? Floki van de Milz, was hast du denn für Quests? So, Dungeon. Ne, Gruppe. So, jetzt können wir das nochmal alles tun. Was haben wir denn? Hier Dungeon-Info, giftige Blumen. Doch, tatsächlich, hier geht's in den Dungeon. Ja. Hier war ich irgendwie nicht hingeschickt worden. Oder ich hab's übersehen. Töte wilde Echse, sammle grünes Blut, töte streunender Raptor und sammle Doldengras. Gruppe, streunender Raptor. Genau. Er ist unglaublich stark, weswegen du Unterstützung im Kampf benötigen wirst. Du findest ihn in der Nähe des Tausendwasserfalls. Bitte töte ihn. Das klingt doch mal nach einer... Kann ich irgendwas für euch tun? Kann ich dir meine neue Sippe besorgen? Was? Der Seichtsee ist traumhaft, nicht wahr? Ich benötige Doldengras. Bist du auch noch? Dann sprich, ne. Mit 3 Jahren wie du konnte ich schon sprechen. So. Aber da warst du noch nicht Level 60. Nee, da hatte ich noch keine 29.000 Leben. Ja, dann hier Doldengras und irgendwo müssen wir diesen komischen Raptor finden. Auf den freue ich mich ja schon. Und dann die Instanz, ne? Raptor. Ist das eine schon Instanz? Das ist Dungeon Info. Müssen wir mal gucken. So, Dungeon Info, giftige Blumen. Sammle grünes Brennnesseln. Sammle grünes Blut. Seelenhüter Vorratskiste Level 20 gefunden mit 2 roten Kristallen drin. 3. 3 rote Kristalle. 3 rote? Schön. Ah, und jetzt kann ich die zusammenfügen und dann habe ich einen plus 3 Rubin. Yeah. Das ist nicht fein. 2 graue zum Zusammenfügen. Den kannst du mir geben, den plus 3 Rubin, dann habe ich auch eine leuchtende Waffe. Ich weiß nie. Ist schon okay. Eine Minie. Das ist Quatsch, schon okay. Stehen. Achso, das musst du. Will ihn nicht haben, guck mal, hey. Hä, wo bist du? Ich bin, ich weiß nicht, wo du bist, ehrlich gesagt. Ich bin immer noch sehr... Ich hab Angst. Ich bin da, hinter dir. Ach, da, hallo. Hallo. Yeah. Also im Sumpf, dich jetzt im Sumpf verlieren, ne, da hätte ich mir wirklich Sorgen gemacht. Oh. Den Sumpf, meine ich jetzt, aber... Ach so. Wer weiß, was du hier anstellst. Dann bin ich versumpft. Genau. Da hätte das wenigstens mal... richtige Bedeutung, das Wort. Guck mal, ich will mich voll da drin. Bitte mal die wilde Echse. Wieso böse? Sammel mal derweil das Zeug auf, das du auch brauchst. Jaja, hier gibt's mehr als genug davon, ne? Doldengras. Oh Leute, was ist denn das hier? Hier liegen ganz viele tote Bären rum. Oh, ach, hier gibt's grünes Blut zu holen, ja? Was? Nein. Da hinten ist übrigens noch. Achso, das ist vor der Ini-Quest. Aber wir sind denn ja schon direkt hier weiter. Ja, die Ini ist da unten, wenn du da noch ein Stückchen weiter gehst, ja. Ich kann dir sagen, die ist am Anfang gar nicht so einfach. Ach was? Ich hab 12 Jahre Rollenspielerfahrung. Ah, siehst du mal, also ich kann die. Nein, es ist schon okay. Der Endboss hat eine schöne Mechanik und ist also völlig machbar, zumal wir völlig überlevelt sind schon. Aber es gibt dort sehr schöne Sets und die sollten wir uns vielleicht mal gönnen, vielleicht auch ein, zweimal durchlaufen. Die Items sind wirklich stark. Bei mir solo schwer angestellt. Wie los? Ich kann da auch gar nicht reingehen, weil die ist blockiert. Ja, weil wir in der Gruppe sind, ne? Achso, das machen wir in der nächsten Folge, glaube ich, aber die nie. Jetzt machen wir lieber dieser den Raptor. Den Raptor müssen wir zusammenbringen. Ich bin gerade am Bären auslutschen. Ich auch, ja. Wenn ich grünes Blut kriege. Ja. Weil das kann einfach jeder. Oh, hier ist der Raptor gerade. Kommst du? Oh. Da, wo ich stehe. Oh, ja. On the way. Ja, auch. Ja, auch heute. Oh. Oh, ein großer pinker Raptor. Ja, natürlich nice. 2025 lebt tatsächlich, könnte ein bisschen was aushalten, aber es ist auch nicht so. Ach Quatsch, guck mal, der liegt ja sogar. Nee, den kriege ich sogar solo hin. Musste aber nicht. Ich bin bei dir. Das ist so toll. Toll, dafür brauchen wir eine Gruppe, ja, ist klar. Ja, damit es schneller geht, weißt du. Glaube auch.
Und ich habe meinen Lebenssamen eingeworfen. Gut. Das klingt so falsch. Das klingt irgendwie sehr... Ich habe meinen Lebenssamen eingeworfen. Schön. Ja, das war der Raptor. Gibt auch wieder einen schönen Screen. So. Shift Z. So. Auch noch 4 Blümchen und 3 Krokodile. Wilde Echse, weißt du? Das sind Krokodile. Ach nee, das sind wilde Echse. Cool. Junge. Von mir aus. Krokodile weißt wären du? Auch wilde Reptilien sonst. Weißt du? Jetzt ein Unterschied. Zwischen Krokodile und wilde Reptilien? Nee, Echsen und Reptilien. Egal. Achso. Ja, steht ein großer Unterschied. So, ich bräuchte noch irgendwelche komischen kleinen Bären. Blutampullen da oder weiß der Geier was. Findest du bei den ganzen Bären, die da rumliegen? Such dir einen Bären deiner Wahl aus und. Der stinkt zu sehr. Ich nehme den anderen da hinten. Der ist schöner, der ist schöner. Der liegt da auch schon nicht so lang. Der stinkt noch nicht so doll. Der stinkt noch nicht ganz so doll. Der hier muft nicht der so schlimm. Der ist noch frisch. Frischer Bär. Das sind quasi frische Bären. Hast du diese Quest zur Inne hier schon angenommen? Die von dem Ermittler hier davor? Und der Margarete? Ja, Schreinemarkers? Noch nicht angenommen, ne. Nein? Okay, machen wir das nachher. Eine noch. Das ist halt, da bekommt der Begriff Bärensammeln mal eine ganz andere Bedeutung jetzt. Die Muffen, sieht man schon. Das sind Erdbeeren. Oh. Weil sie doch da rumliegen, weißt du. Oh. Geh mal Erdbeeren sammeln. Oh. So, komm, dann gib mal die Quests da hinten ab, die drei, und dann ist komm schon, das war ein wirklich zauberhaftes Wortspiel. Zauberhaft, ja. Ja. Ich bin einfach überwältigt. Ja, ich auch. Das war überraschend spontan vor allen Dingen. Ist noch Loot drin, aber da ist schon was respawned. Egal. Und das habe ich kaputt gemacht. Den Loot. Ich habe halt keinen Inventarplatz, darum klaue ich den Echsen gerade nicht ihre. Was auch immer man ihnen klauen könnte. Hast du keinen Ferntresor, den du rufen kannst? Und außerdem ist hier ein Händler, da kannst du alles Mögliche verkaufen. Ja, schon. Das mache ich übrigens auch gerade mal. Jetzt hier wieder voll die krasse Kiste. Sammle Bärengallenblase. Hätten wir das nicht gleich machen können? 10 Stück? What? 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 Honestly? Kann ich irgendwas? Ich tun die Össig an diese Schlumpfine. Schlumpfine ist auch dabei. Wie so eine schlechte Kinderstimme aus einem alten Cartoon, ey. Ja, irgendwie schon, gell. Und über Twist für Arme oder so. Haben sie irgendeiner Frau die Nase zugehalten und die durfte dann ja. Kind verstohlen. Kann ich irgendwas für euch tun? Nein. Ja, kannst du einfach leise sein, bitte. Genau. Oh, die Bären hier müssen wir sogar noch töten, bevor man sie... Und da hinten ist noch eine Quest von Pavel. Papst Pavel, der Fünfte, der kann uns da oben eine Quest geben. Aber da führt es uns dann wieder weg von der Ini. Also würde ich sagen, gehen wir erstmal zu Ini hin, oder? Ja, in der nächsten Folge gehen wir zu Ini hin. Jetzt können wir noch hier ganz kurz Bären töten, glaube ich. Ich bin nur gerade auf der Suche. Ich hatte doch irgendwas bekommen. Robuste Blaubeeren, das erschien da. Da einfach. Angenommen hast du die Quest aber schon, ne, mit den Bärchen? Was? Ja, angenommen. Ich hab hier eigentlich alles angenommen, was ist. Moment, ich muss Bärengallenblase. Ne? Genau, aber die musst du halt looten. Ja, wo, Onkel? Onkel? Ja, da hinten bist du, ich komme. Ich hab auch mein Messer dabei, dann kann ich die Gallenblase. Weißt du, da hinten liegen sie tot rum. Das sind Blaubeeren, da hinten waren ja Erdbeeren, das sind Blaubeeren. Ja, und das hier sind robuste Blaubeeren. Ach, und Moosbeeren auch noch. Ja. Moosbeeren sind bestimmt lecker. Stell ich mir frisch vor. So ein bisschen haarig auf der Zunge, aber theoretisch ganz okay. Ja, da muss man aber auch mal drüber hinweg sehen können. Guck mal, Perkachin. Was ist los? Na, hier ist ein großer grüner Bär namens Perkachin. Der ist bestimmt. Werden wir bestimmt auch noch töten dürfen. Ja, das ist bestimmt die Quest, die uns hier Pavel bringen will jetzt. Da links, die? Ja, ich gehe mal kurz zum Pavel, hol die Abenteile mit dir. Mhm. Kannst du derweil weiterhin effektiv Bären töten? Mach ich eiskalt.
Hüte den großen Bären, siehst du, hab ich doch. Hier ist ein Blaubär. Okay. Wenn ihr mir doch denkt. Ja, da ist er aber jetzt schon verhackstückelt. Verhackstückelt. Vom Hackfleisch hassenden Sahaka. Den holen wir uns gleich. Sind hier irgendwo noch Bären? Ich jetzt einfach ganz geduldig hin, weißt du? Und machen Lasted. Es sind überhaupt keine Bären mehr. Boah, schade. Nee, Lasted bringt da die wachsen, die wachsen halt auch erst wieder im nächsten Frühling, ne? Die neuen Bären. Oh. Musst du erst noch setzen. Hier hätte ich noch eine Gallenblase. Der Gallensteichel. Also. Der braucht ganz schön lang zum Respawn, ne? Der Onkel. Der Onkelbär. Der große dicke Onkelbär, ja, der braucht gerade eine Weile. Aber ich bin ja ein geduldiger Jäger. Ja. Ich kann hier wochenlang, wenn es sein muss, ohne mich zu bewegen, ohne Nahrung zu mir zu nehmen, verharren. Es ist dennoch sehr viel zu looten für dich, dann hast du nämlich auch diese Gallenblasen. Mach ich. Wir können ja gleich mal tauschen. Weil der ist ja. Postenwechsel. Scheint gerade tatsächlich die Kündchen zu brauchen. Dann gehe ich erstmal Gallenblasen holen. Fix. Die sind ja schnell eingepackt. Guck da, fix. Da man ja als normaler Mensch, ja, als Otto-Normalverbraucher quasi, da ist er. Ohnehin ein erweitertes Wissen über Bären hat. Okay. So dass man halt eben im Grunde weiß ja jeder, wo der Bär seine Gallenblase hat, sagen wir es mal so. Ne? Das war alles? Ja, gar keine Frage. Der hat keine Gallenblase, der Große. Nö, der hat keine. Die braucht er nicht. Der nimmt einfach die der anderen Bären, so wie wir auch. Ja, logisch. Ein sehr gemeinschaftlich denkender Organismus. Und darum geht das halt schnell. Ja, genau. Man hat Messer dabei, man weiß sowieso, wo die Gallenblasen sind, dann kann man sie einfach mal mitnehmen und alles gut. Was? Warum kriege ich denn hier... Leider nicht besser, der Harnisch. Nee. Also, aber in der Indie, wie gesagt, kommen sehr gute Items, also... Oh, eine Kette. Zwei längere Quests haben wir da jetzt noch von ihm. Ich schaue mir trotzdem den Harnisch natürlich mal an. Ja, die eine ist so aus drei Teilen bestehend, ne? Der Harnisch hier. Oh, der hat noch eine. Achso, jetzt ist er gebunden, wenn ich den anlege. Ja, ist ja egal. Den kann, kann ich eh nicht verkaufen für... Eben. Hier kriegst du warte mal, hier, jetzt ist er... Warte mal, hä? Ist das hier jetzt einer der Harnisch? Warte mal, die sieht genauso aus wie die. Warte mal. Bleibt meiner besser. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es vielleicht am Topas liegt. Oben zu, ohne offe. Genau umgekehrt wie der alte. Aber das hier. Verstehe ich jetzt nicht. Kann halt nicht in dich reingucken. Hier ist noch so ein Harnisch. Ich glaube, das war einer aus dem Postfach, oder? Ich glaube, der wurde mir zugeschickt. Level 24. Mal schauen, ich kann. Identifikation abgeschlossen. Identifizieren und jetzt machen wir mal Steuerung rechtsklick. Mal schauen, ob es geht. Ja, wird gebunden, ist okay. Funktioniert sogar jetzt bei mir, trotz des Bugs. Jo, verliere ich ein bisschen Crit, kriege aber massig Leben und so dazu. Wunderbar. Habe ich doch einen neuen. Sieht zwar nicht so schön aus, aber. Achso, weil mein Harnisch ist Beschützer, darum kriege ich natürlich so viel LP abgezogen. Schöne Ohrringe. Und ich hätte 5. Da auch geguckt, Galle. Ich hab noch nicht meine Ohrringe. Du hast gar nicht geguckt. Ich bin so unaufmerksam. Ich bin froh, dass ich beim letzten Mal gemerkt habe, dass du eine neue Frisur hast. Wa? Ja, eben. Das muss reichen fürs nächste Jahr. Ja. So sieht's aus. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist auch begrenzt. Alles klar, apropos Aufmerksamkeitsspanne, wir sind am Ende einer Folge, jawohl. Ja. Was, Aufmerksamkeitsspanne? Was meinst du? Ich kann dir nicht folgen. Ja. Ich bin hochkonzentriert, oh ein Flugzeug. Genau, und in der nächsten Folge geht es in die Instanz, in die Hemlighöhle.
Mhm. Ja? Doch. Ja. Hä? War die erste nicht die Hemmlichwühle? Nee, die ist doch anders, oder? Das hier ist doch die, wie heißt Nimmerwald die? Nimmerwald ist das hier. Oh, ja, meine ich doch. In die Nimmerwaldhöhle. Und einmal mit Profis, ey. Ja, nur einmal. Ja. Ja. So, aber erstmal werde ich mich auf Margarete übergeben und dann... Übergib dich vor Margarete und... Podcast. Wir sehen uns. Dann gehen wir rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann auf die wieder. Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat und bis denn. Tschüss.